Wir alle glauben, unseren Partner zu kennen. Doch was, wenn plötzlich Dinge ans Tageslicht kommen, mit denen man nie gerechnet hätte? Damit herzlich willkommen. Bevor das heutige Video beginnt, ein kurzer Hinweis, dass auf dem Zweitkanal gerade ein neues Video online ging. Der Link ist im angepinnten Kommentar. Charles Curtis Morgan, von Freunden Chuck genannt, lebte in den 70er Jahren in Tucson, Arizona. Zum Zeitpunkt des Falles, im Jahre 1977, ist er 39 Jahre alt. Er hatte eine Ehefrau namens Ruth und 4 Töchter. Er war Chef seiner eigenen Treuhandanstalt und mit dieser auch äußerst erfolgreich. Seine Freunde erzählten oft, dass Chuck ein Workaholic war. Trotz allem fand er fast jeden Morgen die Zeit, seine Töchter zur Schule zu fahren. So auch am 22. März 1977, als er 2 seiner Töchter zur Schule fuhr. Er wünschte ihnen viel Spaß in der Schule und machte sich danach auf den Weg zu seiner Firma. Dort kam Chuck jedoch nie an. Auch zum Abendessen erschien er an diesem Tag nicht und seine Familie fing an, sich Sorgen um ihn zu machen. 3 Tage lang fehlte jede Spur von Chuck, bis er plötzlich um 2 Uhr nachts in der Wohnung der Familie stand. Ich lag im Bett und der Hund fing an zu bellen. Ich stand auf, ging zur Tür und öffnete sie und da war Chuck. Ihm fehlte ein Schuh und er hatte eine Plastikhandschelle um einen Knöchel und eine um die Hände. Als er auf seinen Hals deutete und kein Wort sagte, fragte ich ihn, »Kannst du sprechen? Kannst du schreiben?« Er nickte mit dem Kopf, »Ja.« Also ging ich hin und holte einen Block und einen Stift. Er schrieb, dass ihm eine halluzinogene Substanz in den Hals gesteckt worden war und dass die Substanz ihn unwiderruflich in den Wahnsinn treiben oder sein Nervensystem zerstören und ihm das Leben nehmen könnte. Ich wollte einen Arzt rufen oder die Polizei, aber er bestand darauf, dass dies ein Todesurteil für die gesamte Familie bedeuten würde. Im Laufe der folgenden Woche versuchte Ruth, ihren Ehemann wieder gesund zu pflegen, in der Hoffnung, dass er bald wieder sprechen würde. In dieser Zeit schrieb er auch auf einen Zettel, dass jemand seine geheime Identität gestohlen habe. Er deutete damit an, dass er als Geheimagent für die Regierung gearbeitet hatte, schon mindestens 3 Jahre lang, zumindest laut Ruth. Was steckte hinter diesen Aussagen? War Chuck wirklich ein Geheimagent? Die Gegend, in der die beiden lebten, war damals bekannt dafür, ein extrem hohes Mafia-Aufkommen zu haben. Vielleicht sollte er sich als verdeckter Ermittler unter sie schmuggeln und sie fanden es heraus. Die damaligen Gesetze zumindest machten es extrem leicht, Geldwäsche zu betreiben, da viele Daten nicht angegeben werden mussten, wenn man ein Grundstück dort kaufte. Chuck trug seit seiner Wiederkehr eine kugelsichere Weste, egal wo er hinging. Ebenfalls sagte er seinem Vater, dass er einen Brief irgendwo im Haus versteckt hätte, für den Fall, dass ihm etwas Schreckliches widerfahren würde. Dies sollte allerdings ein Geheimnis zwischen ihm und seinem Vater bleiben. Seine Ehefrau dürfe dies nicht wissen. 2 Monate vergingen. Chuck war mittlerweile komplett geheilt, zumindest körperlich. Ruth hoffte nun, dass dieser Albtraum ein Ende hatte. Doch dann verschwand Chuck am 7. Juni 1977 erneut. 9 Tage lang gab es keine Spur von Chuck, bis plötzlich das Telefon bei der Ehefrau klingelte. Auf der anderen Seite war eine Frau zu hören, die nur sagte, »Ruthie, Chuck geht es gut. Der Prediger 12, 1 bis 8. Danach legte sie auf. Was sie am Telefon sagte, war ein Hinweis auf eine Passage in der Bibel. Die Passage, auf die sie anspielte, liest sich wie folgend. Die Menschen fürchten sich vor der Höhe und vor dem Schrecken auf der Straße. Gedenke seiner, bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerbrochen wird. Dann wird der Staub zur Erde zurückkehren, wie er war, und der Geist wird zu Gott zurückkehren, der ihn gegeben hat. 2 weitere Tage vergingen nach diesem mysteriösen Anruf, als die leblosen Überreste von Chuck gefunden wurden. Er trug eine kugelsichere Weste, hatte jedoch ein großes Einschussloch an seinem Hinterkopf. Die Tatwaffe war eine Magnum, die noch neben ihm lag. Neben seinen Überresten konnten die Ermittler außerdem ein Stück Papier finden, mit Anweisungen, wie man zu diesem Ort seiner Überreste kommen würde, und eine Sonnenbrille, die definitiv nicht Chuck gehörte. Weder auf der Waffe noch auf irgendwelchen Gegenständen um Chuck herum konnten Fingerabdrücke festgestellt werden.
Jedoch gab es Schmauchspuren an Chucks Hand, was darauf hinwies, dass er zuvor eine Waffe abgefeuert hatte. Die Gürtelschnalle von Chuck konnte außerdem aus dem Gürtel genommen werden und in ein Messer verwandelt werden. Wenige Meter von diesem Ort entfernt konnte dann auch Chucks Auto gefunden werden. Auf dem Rücksitz des Fahrzeugs fand man einen von Chucks Zähnen, der in ein Taschentuch gewickelt war. Erst als die Überreste untersucht wurden, fand man dann den wohl mysteriösesten Hinweis. In Chucks Unterhose war ein 2-Dollar-Schein, auf den Chuck etwas geschrieben hatte. Unter anderem hatte er 7 spanische Nachnamen aufgeschrieben, sowie das Zitat aus der Bibel, welches die Frau am Telefon nannte. Auf der Rückseite des Scheins hatte Chuck eine Karte gezeichnet, die einen Ort irgendwo zwischen Tucson und Mexiko markierte. Genauer gesagt waren die Ortschaften Robles Junction und Salacity. Beides Orte, die für ihre Schmuggelwaren bekannt waren. Trotz all dieser kryptischen Hinweise war die Polizei sich sicher, dass Chuck sich dies selbst zugefügt hatte. Chucks Frau widersprach dieser Theorie sofort und ein damaliger Journalist sagte, dass es nach einer absurden Erklärung klingen würde. Es vergingen noch einmal 2 Tage, bevor sich eine Frau bei der Polizei meldete. Sie nannte sich selbst nur Green Eyes, also grüne Augen, und behauptete, dass sie die Frau sei, die Chucks Frau angerufen hatte. Kurz vor Chucks Ableben wäre er bei ihr in einem Motel gewesen und hätte ihr einen Koffer mit mehreren tausend Dollar gezeigt und sagte, dass er sich damit freikaufen würde, weil die Mafia einen Vertrag mit ihm geschlossen hatte, aus dem er raus wollte und sie ihn sonst verletzen würden. Laut Chuck hätten sie bereits einen Auftragstäter losgeschickt, um ihn zu erledigen. Er würde sich mit ihm in der Wüste treffen und sein Leben zurückkaufen. Dieser hätte Chuck dann erschossen und das Geld selbst mitgenommen. Chuck hätte wohl unterschätzt, mit wem er sich da angelegt hatte. Handfeste Beweise für diese Theorie gibt es nicht. Auch warum die Mafia ihn loswerden wollte, ist nicht klar. War er wirklich ein Spion der Regierung und jemand hatte ihn verraten? Wer war Green Eyes und was hatte es mit der Bibelpassage auf sich? Wenige Tage nach all dem klingelten 2 Männer bei Ruth. Sie behaupteten, vom FBI zu sein und trugen teure Anzüge. Sie zeigten Ruth ihre Ausweise und sagten ihr, dass sie das Haus durchsuchen müssten. Danach suchten sie in jeder kleinen Ecke nach etwas, was bis heute nicht geklärt werden konnte. Ruth war so nervös, dass sie die Namen nicht aufschrieb der beiden, weshalb bis heute nicht geklärt werden konnte, ob diese Männer wirklich zum FBI gehörten. Wenn wir zurückdenken, hatte Chuck seinem Vater erzählt, dass er einen Brief im Haus versteckt hatte. Was stand also in diesem Brief und wieso konnte ihn niemand finden? Oder wurde der Brief gefunden und es wurde einfach nie öffentlich gemacht? Was, wenn der Brief von der Mafia gefunden wurde? Der Journalist, der sich mit diesem Fall beschäftigte, rief daraufhin beim FBI an. Der Pressesprecher des FBIs behauptete, dass sie noch nie von Chuck Morgan gehört hatten, obwohl Agenten bereits mit einem Anwalt von Chuck sprachen und es so wirkte, als hätte dieser Fall in jeder kleinen Ecke eine Verbindung zu ihnen. Öffentlich behaupteten sie, dass sie noch nie von ihm gehört hatten, keine Akten zu ihm hatten und er für sie nie existiert hatte. Falls Chuck aber für das FBI gearbeitet hatte, dann würden die Zeichnungen und Schriften auf dem 2-Dollar-Schein bestimmt eine Art Code sein, die nur Agenten des FBIs verstehen würden. Chucks Auto und Büro wurden auch komplett zerstört zu der Zeit, in der die FBI-Agenten bei Ruth zu Hause waren. Die erste Theorie ist meiner Meinung nach auch die unwahrscheinlichste. Und zwar die, dass Chuck sich selbst alles zugefügt hatte. Die Hinweise hätte er dann hinterlassen, um Ermittler zu verwirren und sich selbst mysteriöser zu machen, um sein Ableben zu rechtfertigen. Für diese Theorie spricht, dass Chucks Magnum die Tatwaffe war und er Schmauchspuren an den Händen hatte. Dagegen spricht allerdings der Winkel, in dem die Waffe abgefeuert wurde. Außerdem kann jemand anderes ihm die Waffe abgenommen haben und die Tat ausgeübt haben. Chuck war zudem Rechtshänder. Für ihn wäre es also fast unmöglich gewesen, mit der linken Hand eine Waffe abzufeuern, denn es war auch die linke Hand, an der die Spuren gefunden wurden. Die Sonnenbrille spricht auch dafür, dass noch mindestens eine weitere Person am Tatort gewesen sein muss. Was aber ein finaler Nagel in dem Sarg dieser Theorie ist, ist Green Eyes. Sie wusste zu viel über den Fall, als dass es nur ein großer Zufall gewesen sein könnte. Die zweite Theorie ist die, dass Chuck wirklich ein Geheimagent war.
Seine wahre Identität wurde von irgendeinem Mafia-Mitglied enttarnt und deshalb mussten sie ihn entsorgen. Für diese Theorie spricht, dass er seiner Frau zuvor davon erzählt hatte. Das FBI hatte auch versucht, so zu tun, als würde es Chuck gar nicht geben, was ziemlich verdächtig war. Der 2-Dollar-Schein könnte hierbei ein letzter Versuch sein, zu enttarnen, was wirklich in der Gegend vorging. Einige Stimmen behaupten sogar, dass Chuck Informationen hatte, die einige Politiker in direkter Verbindung mit der Mafia brachten, weshalb sowohl die Mafia als auch das FBI versuchten, diesen Fall zu vertuschen, nachdem Chuck damit gedroht hatte, dies öffentlich zu machen. Um diese Theorie zu bestätigen, müsste man natürlich wissen, ob Chuck wirklich ein Geheimagent war oder nicht. Bisher spricht dafür nur sein eigenes Wort. Handfeste Beweise gibt es aber nicht. Die letzte Theorie sagt, dass Chuck seine Frau angelogen hatte wegen der FBI-Sache, weil er seine schmutzigen Geheimnisse verstecken wollte. Chuck hat in dieser Theorie der Mafia geholfen, Immobilien zu kaufen durch seine Firma, und als er zu viel wusste, mussten sie ihn beseitigen. Der Fall von Chuck wurde damals in der Serie Unsolved Mysteries ausgestrahlt, eine Sendung, die das amerikanische Äquivalent zu Aktenzeichen XY ungelöst war. Durch diese Serie fand auch ich den heutigen Fall. Nachdem die Serie ausgestrahlt wurde, in der es um Chuck ging, erhielt der Journalist, der von Anfang an dabei war, extrem viele Hinweise. Einige dieser Hinweise deckten auf, dass Chucks Firma Geldwäsche betrieben hatte. Sie hatten Gold und Platin gekauft und verkauft, um für irgendjemanden Geld zu waschen. Das Ganze begann schon mindestens 4 Jahre vor der Tat. Insgesamt soll Chucks Firma dabei mehrere Milliarden Dollar gewaschen haben. Dabei soll er nicht nur der Mafia geholfen haben, sondern auch Regierungsmitarbeitern. Zu seiner Sicherheit hatte Chuck alle Transaktionen als Kopie bei sich versteckt, so ein Zeuge. Für den Fall, dass ihn jemand verraten oder hintergehen wollte, hätte er somit ein Druckmittel. War es also das, was die FBI-Agenten gesucht hatten? Musste Chuck dafür sein Leben geben? Obwohl extrem viele Fragen offen bleiben, gab es nach der Tat noch einige Zwischenfälle, die vielleicht in Verbindung mit Chucks Fall stehen könnten. Der erste war der von Doug Johnston. Kurz nachdem die Folge über Chuck im Fernsehen lief, wurde der 35-jährige Grafikdesigner leblos in seinem Auto gefunden. Auch er wurde durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Die Verbindung hierbei ist, dass Doug Johnston in der Firma gegenüber des Journalisten arbeitete, der sich mit diesem Fall beschäftigt hatte. Beide fuhren das exakt gleiche Auto. Wurde er nur verwechselt und musste deshalb sein Leben geben? Wollte jemand den Journalisten stoppen, bevor dieser mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen konnte? Ein Jahr danach meldete sich auch ein Mann aus Washington DC, der behauptete, Informationen über die Goldgeschäfte von Chuck zu haben. Gemeinsam wurde ein Treffen ausgemacht, jedoch kam dieser Mann nie zu diesem Treffen. Er wurde kurze Zeit später leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Auch hier wurde die Tat wieder so inszeniert, als hätte er sich selbst alles zugefügt. Der Gerichtsmediziner konnte aber bestätigen, dass er definitiv nicht alleine war, als er starb. Es schien fast so, als müsste jeder mit seinem Leben bezahlen, der Aufmerksamkeit für diesen Fall schaffen wollte. Welche Theorie glaubt ihr ist am wahrscheinlichsten? Wer war Green Eyes? Was hat es mit der 2-Dollar-Note auf sich und werden wir jemals eine Antwort bekommen? Gute Nacht und bleibt gesund.